Timotheus Ritsch war ein Leipziger Buchdrucker und Buchhändler, er gilt als Herausgeber und Drucker der ersten Tageszeitung, den einkommenden Zeitungen, Leben. Timotheus Ritsch war der Sohn des Leipziger Buchdruckers und Barockdichters Gregor Ritsch. Nach einer Ausbildung in Sprachen und Gelehrtenwissenschaften absolvierte er eine Buchdruckerlehre bei seinem Vater und ging anschließend auf eine dreijährige Wanderschaft von der er 1636 nach Leipzig zurückkehrte. Zwei Jahre später heirate er Sabina Hildebrand und übernahm die Druckerei seines Vaters, die sich auf dem heutigen Areal von Oelsners Hof Ritterstraße 25 befand. 1638 entstand auch der erste nachweisbare Druck von Ritsch. Eine Gelegenheitsschrift von Johann Olber Zahn zur Vermählung von Michael und Elisabeth Laube Geb Rüssel. Zuerst als Lohndrucker für Gelegenheitsschriften in Kleinstauflagen spezialisiert. Erweiterte Rich im Laufe der nächsten Jahre seine Tätigkeit und trat auch als eigenständiger Verleger auf. Neben zeitgenössisch populären Schriften religiösen Inhalts veröffentlichte er ab 1648 auch Bücher zu politischen und wissenschaftlichen Themen. Die Größe seiner Druckerei entsprach dem damaligen Durchschnitt. Im Jahr 1644 arbeitet Ritsch zusammen mit zwei Gesellen, was vermuten lässt, dass die Werkstätte über maximal zwei Pressen verfügte. Während des dreißigjährigen Krieges druckte und vertrieb Ritsch ab April 1643 in Leipzig die unter schwedischer Kontrolle erschienene wöchentliche Zeitung die ab 1644 vier bis fünfmal in der Woche erschien, aber noch keine Tageszeitung im heutigen Sinne darstellt. Diesen Sprung vollzog Kritsch erst ab 1650, indem er sein Blatt, das er nunmehr einkommende Zeitungen nannte, regelmäßig sechsmal in der Woche erscheinen ließ. Ein Jahr zuvor erhielt er von der kursächsischen Regierung das Privileg, über die gewöhnlichen wöchentlichen ein und ausländischen Ordinalzeitungen zu drucken und zu verkaufen. Ab 1660 erschien die Zeitung unter dem Titel Neueinlaufende Nachricht von Kriegs- und Welthändeln. Später weitergeführt und im Jahr 1918 eingestellt unter dem Namen Leipziger Zeitung, Timotheus Ritsch trat auch als Übersetzer und Dichter auf.